Film mitgespielt und darüber wollen wir gleich noch sprechen hier nach dem Bayern 1 Wetter. Nachmittag, anfangs in Südbayern noch Nebel oder Hochnebel, sonst viel Sonnenschein. Höchstwerte zwischen 17 und 24 Grad. Nachts überwiegend klar, auch hier und da mal ein bisschen Nebel, aber die Tiefstwerte um 9 Grad. Und die weiteren Aussichten bis Mittwoch, morgen nach Nebelauflösung wieder sonnig. Es wird dann auch angenehm warm, 19 bis 25 Grad. Am Dienstag auch Sonne und Wolken und am Mittwoch wird es dann leicht unbeständig. Da gibt es dann Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 9 bis 13, Höchstwerte 17 bis 22 Grad. Genau 2 Minuten nach 1:30. Der Bayern 1 Verkehrsservice mit minutengenauer Stauzeitmessung. A8 München Richtung Stuttgart zwischen Adelsried und Burgau. 5 Kilometer stockender Verkehr. Hier brauchen Sie 10 Minuten länger. A8 München Richtung Salzburg zwischen Irschenberg und Inntal-Dreieck. 8 Kilometer stockender Verkehr. Zeitverlust 11 Minuten. A9 München Richtung Nürnberg zwischen Echingen und dem Dreieck Holledau. Abschnittsweise stockender Verkehr. Sie brauchen hier 30 Minuten länger. A95 München Richtung Garmisch-Partenkirchen zwischen Eschenlohe und dem Anschluss zur B2 Stau. Zeitverlust hier 11 Minuten. A99 Osterfahrung München Richtung Salzburg zwischen Ottobrunn und dem Kreuz München Süd steht ein defektes Fahrzeug auf der mittleren Spur. Und B318 Holzkirchen Richtung Rottach-Egern zwischen Warngau und Dürnbach 7 Kilometer stockender Verkehr. Das heißt, Sie brauchen hier 15 Minuten länger. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world.